So, hallihallo und herzlich willkommen zurück hier auf der Merlo in Folge Nummer 8, du große Güte, Folge Nummer 13. Hei, 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 die Glückszahl. Ja, wir werden sehen. Helge ist nach wie vor hinten auf dem Feld am Grubbern, beziehungsweise am Eggen oder am Scheiben oder wie man das auch immer nennen mag. Jeder sagt ja auch ein bisschen anders dazu. Auf jeden Fall hat er noch so ein Gerät dahinter, dass das alles ein bisschen klein gekrümelt wird. Und wir mähen hier noch. Ich hatte in der letzten Folge die andere Wiese gemäht und dann so festgestellt, ach weißt du was, wir werden das Ganze mal schön zusammenschwadern und dann mit dem Ladewagen einsammeln und zur BGA bringen. Weil wir haben doch kostengünstig von Helges Verwandtschaft die BGA da gekriegt. Beziehungsweise nicht die BGA gekriegt, aber wir dürfen das Gelände mit benutzen, sozusagen. Das war ja der Deal. Dafür darf Helge hier wieder ein bisschen auf dem Trecker sitzen, sich noch eine halbe müde Mark dazu verdienen. Und ja, da dürfen wir das Gelände mit benutzen. Die BGA an sich natürlich nicht. Die gehört uns nach wie vor nicht. Aber was ja auch gar nicht so schlimm ist. Ich meine, gut, man würde natürlich ordentlich Geld verdienen durch eine BGA und so weiter, ne? Aber wir lassen uns das Ganze bezahlen. Wir werden die befüllen und so weiter, aber lassen uns quasi nur die Silage bezahlen, die da reingeht. Den Stromertrag und was weiß ich, das kann er ja alles da haben. Ich meine, er ist ja quasi der Verpachter oder Vermieter oder so. Alles gut, ne? Hauptsache, wir kriegen unsere Silage bezahlt und dann ist gut. Ja, und so werden wir das auch machen. Wir werden das Ganze dann hier nachher zusammen schwadern und mit dem Ladewagen dann dahin fahren. Schön Silo machen. Nur, und wenn das fertig ist, dann mal ein bisschen mit der Schaufel ran, ne? Der kleine Deutz hier, der Vierer Deutz, hat jetzt auch einen Frontlader gekriegt. Schaufel gab das auch noch mit dabei. Wunderbest. Wunderbest. Habe ich gleich mal sag schnell, wie heißen die noch? Die Federviecher. Hühner. Sauber gemacht. So, dass die auch wieder ordentlich produzieren können. Na Chloe. Was möt das möt, ne? So, dann fahren wir hier nochmal einmal um diese schöne Insel drumherum. Ein Leben auf der Insel. Hier auf Merlot. Letztens hat auch irgendwie gesagt, wieso sagst du eigentlich Merlot? Heißt das nicht Merlot? Nee. Merlot. Kennst du nicht den Fusel? Mann, Chardonnay und Merlot. Chardonnay und Merlot. Chardonnay weiß, Merlot rot. Oh, hier gibt das noch ein bisschen Bildung. Das Bildungsfernsehen. Muss man denn als Hashtag und das Video machen? Bildungsfernsehen. Jo. Ja, irgendwie habe ich gesehen, einige haben das mit so Hashtags, ne? Das sehe ich auch nicht mehr durch. YouTube macht doch so viel neu immer und ich weiß das auch nicht so genau. Teilweise siehst du das schon gar nicht mehr durch. Wollte ich ein Video, als ich das erste Video dann wieder hochladen wollte, ne? Da war ich ein bisschen erschlagen von dem Ganzen. Also was heißt früher? Früher im Sinne von, ja, weiß ich jetzt auch nicht, also als ich das letzte Mal aktiv war, also vor einem Jahr ungefähr. Früher, vor einem Jahr, da war das relativ einfach. Da war ein Plus, da hast du hochgeladen, fertig. Jetzt ist mit Premiere und erst mit den anderen Teilen, mit den Mitgliedern teilen, also mit den Subs, ne? Ach meine Güte. Ne, hochladen und veröffentlichen. Bitte. Bitte, danke. Nee, nun ist das alles. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber kriegt man alles hin, ne? Der Mensch ist halt ein Gewohnheitstier und wenn auf einmal irgendwas anders ist, dann muss man erstmal gucken. Oder muss man das auch erstmal, grundsätzlich muss man das dann erstmal doof finden? Bis man gemerkt hat, oh, so schlecht ist das ja jetzt nun auch nicht. Zum Beispiel, schickes Beispiel ist ganz gut, im 19er das GPS, ne? Erstmal, nee, ist scheiße. Also nicht ich, ne, aber was man so hört und so. Nö, ich will das auch im 17er wieder. Wieso denn? Das ist doch, weiß ich nicht. Wo ist denn hierbei das Problem? Aber ja, das ist halt, das ist auch gar nicht böse gemeint wahrscheinlich oder so. Das ist halt einfach, man ist ein Gewohnheitstier, ne? Und dann ist auf einmal was anders. Und dann sollst du das auch noch gut finden. Oh, wir wollten noch waschen.
Brr. Vielleicht nehmen wir auch den Ladewagen. Ganz ehrlich, mit dem würde ich auch fahren. Aber der, ja, ist jetzt nicht mehr so gut. So, mach das mal schön sauber hier. Das soll nämlich noch zum Download kommen. Wer die letzte Folge vielleicht nicht gesehen hat, ich gucke auch nicht alle von jedem Typi. Das soll nämlich zum Download kommen. Jo, nach dem Download hinweg. Aber erst, wenn das fertig ist, ne? Eventuell den Discord im Auge behalten. Oder Outcast Modding auf Facebook. Kann ich hier eigentlich schreiben, wenn ich nicht im Multiplayer bin? Taste T? Nee. Wurde gerade Outcast aus... warte mal. Warte mal. Fällt mir was ein. So. So schreibt man das. Warte mal. Ah. Also mehr geht nicht, ne? Ja, so schreibt man das. So, mach mal fertig hier. Gut, dann können wir nämlich die Mähwerke wegbringen. Ich finde das ganz gut, ne? Auch mit diesem Schlackertuch und so. Finde ich ganz cool. Gefällt mir echt gut, das Ding. Oh. Sollen wir mal reparieren eigentlich? Nö, ne? Nö, noch lohnt das nicht. 16%? Nö, ich habe gedacht, das ist mehr. So, ich kann euch gleich nochmal den Vierer Deutsch zeigen mit Frontlader. Brr. Mensch, hier ist aber auch ein Alarm. Was ist denn hier los mit euch? Hängt da Weizen im Mähwerk oder was? Was ist denn? Okay. Bleib, wo du bist. Oh. Okay. Aber wenigstens, wenigstens bleibst du jetzt, wo du bist. So, da war noch so ein Hühnermörder. So, dann müssen wir das neuerdings... Ich wollte... So ging das nämlich. Jetzt muss man das neuerdings ausklappen, um das abstellen zu können. So. Gut, dann haben wir das. Dann schnappen wir uns jetzt den Schwarder. Was gibt das eigentlich für Eier? Weiße und braune. Ich meine Geld. Auf welcher Stufe spielt... Ach ja, einfach, ne? Ja. Oh. Ja gut, die Masse macht's, ne? Aber so viel Eier habe ich noch nicht. Erst zwei. Nein, wie viel sind denn da drin? Weiß man das? Nee, ne? 100? Oder was? Und wären das 100, 200, 300, 400, 500, 600? Aber das werden ja nicht 1000 sein, oder? Pro Eimer hier. Pro Karton. Kann man das irgendwo sehen? Hühner? Tiere? Hühner. Du kannst die Paletten manuell bewegen. Achso, ja, okay. Man sieht nicht, wie viel da drin ist. Okay. Weil wenn das 2, 4, 6.000 ist, das wäre ja 35 Euro für so ein paar Kisten Eier da. Müsste man testen, ne? Wollen wir das mal testen? Wie spät ist denn das in der Folge? 8 Minuten? Komm, das testen wir mal eben. Das interessiert mich jetzt. Und dann können wir danach schwadern. Dann machen wir das dann... Ach, Helge ist auch fertig, ne? Oh, ja, ja, ein Stress hier. Mensch, wir wollten doch schön und gemütlich machen. Ja, machen wir auch. Lass ihn stehen da hinten. Ein Paddelkopf. So, gib mal her hier. Oh, nächstes Mal fahren wir gerade ran. Nee. Abkoppeln. Nee, vorwärts. Mann, dass man immer erst laut werden muss. So, komm, wir gucken mal, was das jetzt Geld bringt. Wie viel da drin ist oder sowas. Das kann man ja jetzt relativ einfach rechnen, ne? Das waren noch 8000. Ach nee, ach, 7400, schade. Also nicht schade, weil so wenig. Schade, weil 8000 hätte man... Ey, schöner rechnen können. Wollte den Hahn erschlagen hier. Upp. Ja, man darf auch nicht vergessen, der erste Karton. Irgendeiner, wer auch immer der erste ist, wahrscheinlich er hier. Nee, der ist vor... Aber der letzte, genau, der muss sich ja erst noch ganz befüllen, also... ganz eine gerade Zahl würde es eh nicht sein. Aber wir gucken mal, was wir jetzt dafür kriegen. Aber wenn das wirklich so viel ist, ne, dann hole ich mir noch 700 Hühner. Nein, war ein Scherz. Was? Wir sollen jetzt 10 Folgen gucken, wie du Karton stapelst? Nein! Nein. Wollte nur gerade gucken, was das da ist. Weiß kein Mensch, ne?
Ey, guck mal, hier ist sogar bei Anruflicht. Wir lassen sie nicht. Oh, das ist aber im Dunkeln stehen. Weisen sie Licht. Und ihnen wird ein Licht aufgehen. Okay, also wenn das dunkel bleibt, dann kann man da auch anrufen. So, fahr mal los hier. Wo müssen wir hin? Zur Mühle. Zur Mühle. Wo ist denn die Mühle? Habe ich schon wieder vergessen. Die war doch hier total easy, ne? Genau. Zweimal links und dann Feuer Fry. Bis Hawaii. Sind die jetzt alle da drin, ne? Ja. Ja. So, der Mantau. Abfahrt. Ja, hatte ich glaube ich schon mal in einem der letzten Videos gesagt, ne? Sound habe ich jetzt hier auch ausgetauscht. Den vom Mod-Up finde ich richtig gut. War der Deutsch von Puma? Ich glaube von Puma, ne? Finde ich richtig gut, den Deutsch Sound. Ich weiß gar nicht, war der im 17er auch? Ist das der gleiche Sound sozusagen? Nur eine andere. Das ist ja jetzt OGG oder sowas, ne? Ein anderes Soundformat. Warum auch immer. Ich glaube. So, dann. Achso, warte mal. Guck mal, das sieht ja ganz gut aus hier. Also bis auf hier vorne, aber. Ey, guck mal. Nein! Nein! Der hat das nicht alles fertig gemacht, oder? Der hat das alles fertig gemacht. Ich gehe kaputt. Das hätte ich. Ganz ehrlich, ich hätte meinen Arsch drauf verwettet, dass das nichts wird hier. Ey, das ist ja der Knüller. Das hätte ich nicht gedacht. Ich schwöre. Ich schwöre. Das ist ja der Hammer. Helge ist noch was zu gebrauchen hier. Ach, vielleicht weil das Helga war und gar nicht Helge. Das kann sein. So, wie ist das? Jetzt müssen wir die da einfach reinschmeißen, ja, ne? Vielleicht kann ich auch abkippen. 7900, okay. Oh, wird schon verkauft, okay. Doch 1000. 1000 gab das jetzt für 2, 4, 5. Für einen Karton gab das 1000. Wenn es. Also, ja, wenn das 7000, sagen wir jetzt mal, gab. Dann weiß ich das immer noch nicht. Okay, wir kippen mal. Was? Abkippen. So, hä? Abkippseite. STG. I, oder nicht? Ist doch, ne? Was? STGI. Du hast keinen Zugang zu diesem Land? Brauche ich ja nicht. Ich will doch nur abkippen. Ich musste meine Steuerung neu machen, aber kann doch nicht sein, oder? Wir suchen mal eine STGI. Da. Auf Boden abkippen, naja. Oh. Haben die sich hier auch verschlimmbessert oder was? Wieso kann ich denn nicht meinen Hänger hoch, also meinen Anhänger hoch machen? Das ist ja ein Quatsch. Also das ist ja nur wirklich Quatsch, oder? Muss ich das Land kaufen, damit ich hier abkippen kann, oder was? Man lernt nie aus. Wir könnten mal ein Foto davon machen. Oh, nur habe ich auch noch rausgetappt. So, dann sammeln wir die nochmal ein hier. Achso, wir müssen wieder das anmachen. Geh mal her hier. Hopp. Ja, das war der halb leere Karton eben. 402, ja genau, 1108 gab das jetzt pro Karton. Sozusagen. Wer da ein bisschen besser in Mathe ist als Pi, der kann das ja mal vielleicht ausrechnen, wenn er Bock hat. Wie viel, ja, komm auf den Punkt. Na, wie viel Volumen so ein Karton hat. Würde mich jetzt mal interessieren. Auf jeden Fall ist das ganz gutes Geld, oder? 1000 Eier für eine Packung Eier? Auch wenn das jetzt so ziemlich zum Schluss war, können wir das, glaube ich, trotzdem als Thumbnail nehmen, ne? Ach, du dickes Ei. Auch das noch.
Na, das ist ja behämmert. Und jetzt? Das Land gehört mir. Ja, jetzt hier darf ich. Hä? Ach, kipp wieder zu. Kipp wieder zusammen hier. Klappt zusammen, meine ich. Wir belassen das jetzt einfach mal dabei. Und dann koppeln wir hier wieder zusammen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder alle Mann zusammen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Auch wenn dir das ein bisschen gefallen hat. Auch wenn das noch eine kleine Hausaufgabe gab hier, so eine kleine Matheaufgabe. Und ja, wenn es dir gefallen hat, gerne beim nächsten Mal wieder einschalten. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Macht das Beste draus. Lasst euch nicht anquatschen. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss.